Heute ist Mittwoch, der 3. August 2016. Es ist 16.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das geht ausnahmslos an das Abwehramt, an niemanden sonst. Wertes Abwehramt und Dunstkreis, nämlich besonders was willige Vollstrecker betrifft. Ich kann es mir nicht verkneifen, heute schon dieses kleine Ankündigungsvideo an euch zu machen, wissend, dass ihr euch wahrscheinlich eh nicht die Mühe macht, da wirklich tagtäglich dahinter zu sein, weil ihr die Welt kontrolliert oder sonst irgendwas. Ich möchte euch dennoch darauf hinweisen, dass morgen Abend ich gedenke, ein Video aufzunehmen, wissend, dass da unter Umständen noch über 24 Stunden Zeit sind für alle möglichen Sabotageroutinen, die man mir lieb schieben kann. Dennoch meine Intention ist, dass ich morgen Abend dieses Video aufnehme, in welchem ich eine Neuklassifizierung durchführen werde, nämlich die so aussieht, dass ihr willigen Verstrecker aus Fex Mundi ein wenig eine Art Sonderstatus, eine eigene Untergruppe werdet, stark vereinfacht. Warum ist das wichtig für euch? Aus ein paar Gründen. Zum einen darf ich euch darauf hinweisen, jetzt schon, ich werde das morgen vielleicht in dem Video dann auch ansprechen, aber ich darf euch jetzt schon darauf hinweisen, die Praterstern-Aktion für euch ist gecancelt, aus dem Grund, weil es dann logisch nicht mehr vertretbar ist, euch am Praterstern-Kollektiv hängen zu lassen und nicht das Adelspark und die Lurchies unter euch, also unter eurer Fex Mundi EG komischen Gruppierung. Das heißt, es wird eine Praterstern-Aktion geben, allerdings nicht mehr für euch, ihr werdet es zum Praterstern nicht mehr schaffen, gewissermaßen. Und das Ganze wird für jeden gelten, diese Neuklassifizierung. Diese Neuklassifizierung wird vor allem euren Fex Mundi Chefizers, die eigentlich auch hier auf die Finger schauen sollten, wenn wir das sträflich vernachlässigen, dämmern lassen, so sie auch nur eine Hirnzelle, die noch halbwegs funktioniert, in ihrem Hirn haben, warum ihr auszuschalten seid, selbst aus deren ureigener Sicht. Und alles, was weltweit mit euch wie auch immer geartet, in welchem Ausmaß kooperiert. Es wird morgen neu klassifiziert. Diese Neuklassifizierung wird dann schlussendlich einen absolut logisch nachvollziehbaren Zustand bewerkstelligen, der jedem, der Logik versteht, einleuchten lässt, dass ihr dieser Typ von williger Vollstrecker, der in Wahrheit mit anderen solchen, von anderen IGs kooperiert, hinter dem Rücken der eigentlichen Chefs der IGs und ganz gegen die Interessen der IGs gehend, für euch wird es morgen eine eigene Kategorie geben, darf ich euch jetzt schon sagen. Und die gute Nachricht, ihr werdet nicht zum Praterstern kommen. Die schlechte Nachricht, das wird einen ziemlich triftigen Grund haben, weil ihr es bis zum Praterstern nicht mehr schaffen werdet. Ja, weil dazu müssen die am Praterstern enden werden, bei dieser öffentlichen Massenexekution, werden ja noch am Leben sein müssen, weil sonst kann man sie nicht hängen. Und für euch und euresgleichen weltweit wird das nicht zutreffen. Und deshalb darf ich euch heute schon darauf hinweisen, quasi Must-See-TV im ORF laufen diese schönen Programmankündigungen. Da kündige ich jetzt schon das Programm an. Schaut euch morgen wieder dieses Video an. Oder an nicht, weil im Prinzip wisst ihr jetzt schon alles, um was es geht. Aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, Abwehramt. Ihr Elendskreaturen habt es geschafft, tatsächlich mich zu nötigen, selbst innerhalb Fex Mundis eine neue Klassifizierung durchzuführen. Zum gewissen Grad ist das beachtlich. Allein außer mir, rein weil ich Fan von klaren Klassifizierungen bin und euren Fex Mundi Chefizers, die dann erkennen werden, die euch vielleicht dankbar sind, weil deren Folter wird dann vergleichsweise abgemildert, weil die ja noch am Leben sein müssen zum Hängen am Praterstern. Das heißt, eure Chefizers werden euch vielleicht indirekt dankbar sein, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie euch dann dennoch weiterhin lieb haben werden. Überhaupt nicht. Weil euer Chefizers wird endlich etwas dämmern, mein Wertes Abwehramt und Dunstkreis. Und das wollte ich euch nur vorab als Information geben. Ich werde euch das jetzt auch gleich wieder über die Website schicken, damit ihr wieder eine dran kennt, ja, über euer Bundesheer-Kiste-Geschichtel. Nur, dass ihr es wisst. Schönen Tag noch.